wie eben auch schon kurz angekündigt, wollte ich euch gerne noch ein weiteres Highlight vorstellen für 2012. Das ist jetzt eine ganz andere Kategorie als das DumpJumper Evo, das ist nämlich das Carve. Das Carve platzieren wir als reines 29er Hardtail mit einer sportlich ausgelegten Geometrie, aber die auch tauglich ist für den alltäglichen Fahrer, der sagt, okay, ich möchte ein Rad haben, das sportlich ist, ich möchte einen 29er haben, möchte mir das Rad aber auch alltagstauglich gestalten. Ja? Ned Overend zum Beispiel, um die Sportlichkeit zu unterstreichen, ist dieses Jahr den Ultramarathon dort gefahren, hat in seiner Altersklasse gewonnen, ist Zehnter in der Gesamtwertung geworden. Und wir liegen jetzt hier in dem Preisbereich so zwischen 1.000 und 1.500 Euro, haben drei Modelle, vier unterschiedliche Farben, die wir anbieten. Haben einmal im Einsteigerbereich, was um die 1.099 Euro liegt, haben wir die Comp-Version. Und bei allen Versionen, bei allen drei Ausstattungsvarianten bieten wir die Möglichkeit, dem Kunden eben Gepäckträger zu montieren, Schutzbleche zu montieren, sodass eben auch derjenige, der sagt, ich fühle mich bei diesem Rad auch angesprochen, weil ich eben meine längeren Touren machen möchte und Gepäck transportieren möchte eben einen Spritzschutz haben, der hat eben die Möglichkeit, sich das Rad eben auch seinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Weiterhin sehen wir das Rad auch als den Einstieg in die Performance 29er. Kategorie für die, die sagen, okay, das Sportliche möchte ich auf alle Fälle nicht vernachlässigen, deswegen eben auch eine sehr sportliche Sitzposition, eine sportliche Geometrie und eigentlich für Specialized typisch eben auch dieses im Rad sitzen, damit man dieses Wohlgefühl sozusagen auch dem Kunden zur Verfügung stellt. Wir haben im Einsteigerbereich, wie ich es eben schon gesagt hatte, ein Comp-Modell, das wir in zwei Farben anbieten werden. Dann geht es dann über das Expert-Level. Da liegen wir dann um die 12,99, gehen wir dann hoch zum Pro. Das ist dann wirklich auch die Liga, wo wir sagen, okay, das ist das Bike mit einer Rebergabel, mit einem Pop-Lock-Hebel, mit dem XT-Schaltwerk und eben auch mit dieser Performance-Geometrie, dass wir hier in erster Linie auch die sportlichen Fahrer mit ansprechen und denke ich mal, eine ziemlich gute Alternative bieten, um eben in die Welt der 29er einzutauchen.